Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ zusammen mit Albi again, ja, wunderbar. Hi. Und wir haben uns nach der letzten Folge, wo ein bisschen traurig und trist war, weil wir uns so einsam gefühlt haben, nachdem Albi von uns gegangen ist, ja, haben wir uns gedacht, wir treffen uns einfach mal wieder, ja, wäre ganz cool. Und ihr seht schon, Albi hat eine Flinte. Jo, ich bin nämlich im nördlichsten Fleck der Erde, also in dieser tollen Karte, gespawnt. Und bin dann einfach mal komplett die Bahngleise langlaufen, bin an Bahnhöfen vorbeikommen, die einfach noch nicht fertig waren vom Programmieren her. Und ja, jetzt haben wir uns irgendwie geschafft, dass wir uns gefunden haben. Krasser Shit. Albi, ich hab was für dich. Ich habe ja noch ein bisschen versucht zu looten, was ging. Jo. Und auf der Durchreise hier habe ich auch noch mega viel Zeug gefunden. Das heißt, du kriegst jetzt von mir erstmal was zu essen, was zu trinken, was mal langsam. Du brauchst. Ja. So viel Platz habe ich ja gar nicht. Ja, hau dir erstmal rein, Rucksack, damit du healthy bist. Ja. Jo, das auf jeden Fall. So, hier draußen muss ja irgendwo ein Brunnen sein. Ja, mit Sicherheit. Hast du gerade Hunger oder sowas? Ich habe nämlich schon was offen ist. Und gleich reinhauen. Durstig bin ich, hungrig jetzt gerade nicht. Aber wieso kann ich jetzt gerade nicht trinken? Hallo? Brauchst du was wassertechnisch? Kann dir mal meine Wasserflasche leihen, ja? Wir kennen ja da nichts zusammen. Kannst du mal kurz dran trinken? Nee, aber der trinkt bei mir gerade allgemein nicht. Dann probier's mal mit der Wasserflasche, vielleicht hilft das ein bisschen. Und schaufel dich mal richtig voll, weißt schon, damit du kräftig wirst. Der trinkt nicht. Hörst die Dotten, aber er trinkt nicht. Ah, die Dosen nimmt jetzt gerade nicht. Warte mal, ich hab ne Idee. Was jetzt gerade los ist. Albi? Ja? Bleib mal stehen, bitte. Willst du zu zwingen, oder? Ja. Ja. Ich hab dich geforstringt. Stimmt, jetzt bin ich nicht mehr lustig. Jetzt kriegst du noch was? Auf, du Schwein! Du kriegst jetzt Wasser, das ist unsere Form des Wasser Waterboardings. Oh scheiße, ich hab nichts mehr drin. Die Flasche ist leer. Guck mal, was ich hier Tolles hab. Ich leg mal hin, was es Neues gibt. Oh, na, die Wasserflasche nicht, weil es das Falsche. Aber die ist mein Gaskocher, den ich hab. Hörst du mal auf? Oh, hast du einen Gaskocher? Ja, damit kann man wohl dann irgendwie auch ein bisschen anderweitig Unfug treiben, ja. Hast du eigentlich Munition für deine Waffe? Oder wenn ja, welche Munition brauchst du denn überhaupt? Oh, ich brauche 7.62er mit 51 mm. Warte mal, ich schau mal in unsere voll tolle Ammo-Box. Und ich habe die rumliegen. Warte mal. Die habe ich gefunden, 9 mm. Ja, die kannst du behalten, die geht glaube ich, nee. Ich habe nämlich auch noch mega viel ACP-Munition für deine Pistole. Schmeiß das jetzt alles mal hin. Du hast mir noch keine Munition für meine Pistole gegeben. Ja, liegt alles hier bei mir am Boden. Irgendwie. Ja, hier. Das ganze Zeug. Da. Ah. Ah, okay, ich habe meine Waffe geladen. Ja, aber irgendwie machst du dabei gar nichts. Das finde ich etwas beunruhigend. Hier sind überall Kürbisse draußen. Jo. Ich bin immer noch Dampy, ja. Also so ein bisschen, ne. So, du hast jetzt... Das schaut so geil aus. Warte mal, ich muss mir das mal aus der Nähe anschauen. Mit deiner Mistgabel finde ich total geil. Warte mal. Damit das auch der Zuschauer sieht, ja, die Mistgabel, finde ich, das ist das Spirit, ja. Non plus ultra, oder wie? Warte, was machst du da? Streckst du mir gerade den Arsch hin? Ich bin eine Frau, weißt du das nicht? Ach so, was? Okay. Aber, was ich habe ja auch nur ein Bajonett, mit dem was ich mit dir ja, du stichst anfangen. Mir gerade mit deinem Besenstiel das Auge aus. Warte mal. Passiert. Warte, das Problem lösen wir gleich. So, Moment. Am Ohrläppchen oder eher am Nasenbein? Kannst du jetzt mal die Waffe aufhören, auf mich zu richten irgendwie? Ja, ich wollte eigentlich ein Bild machen, aber irgendwie, so wie du da rumläufst, das kann man dem Zuschauer nicht verkaufen. So ist okay. Kann ja auch hier farmen.
Machst den Farmer, richtig? So ist cool gewesen. Ja, so ist toll. So finde ich das klasse. Okay. So, jetzt müssen wir uns bei dem... Ja? Ein Bild? Was willst du damit? Nein! Das Problem haben wir gleich gelöst. Was? Wer glaubst du hält länger durch? Moment, das ist unfair. Oh, scheiße, du hast mehr Munition als ich. Na dann... Na dann? Warte mal, ist die Pistole überhaupt geladen? Also ich bin geladen und du? Ja, die Waffe, the weapon is full steht dort, ne? Meine Waffe ist voll. Voll wie 10 Russen. Aber ich kann immer noch nichts trinken, also irgendwie mag der Server nicht mehr, dass ich was trinke. Ja, ich kann dich force trinken, ja. Ja, ich wollte eigentlich schon ganz selber noch trinken können. Nein? Spiel sagt nein. So, gehen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen looten, oder wie schaut es hier jetzt aus? Ja, hier muss ja irgendwo ein Brunnen sein. Also der Server füllt sich so langsam. Ja, laut Karte ja, aber schauen wir mal. Ich würde jetzt sagen, wir klappern jetzt erstmal die größeren Häuser ab. Oh. Der Wagen, der sieht auch so toll aus hier oben. Bist du noch bei mir? Ist voll knuffig. Nö, ich bin gerade fasziniert von diesem... Oh. Weif gerade etwas ab. Ja, ich merke. Der Wagen war so schön. Ach, der Wagen. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten, bis es Autos gibt. Da würde ich mal reingucken. Looting, ne, du läufst. Guck mal, das ist doch hier was für dich. Das ist doch hier. Keine Scheune. Oh, doch nicht. Ich dachte, das sind Bienendinger, das sind Kabinendinger. Das ist doch eindeutig Hase, ja. Ja, aber guck mal, ein Hasenstall, wie toll ist denn das? Ja, wenn es dazu noch Hasen gäbe, dann könnten wir die brutzeln. Wäre ganz nett. Ich habe vorhin den Hasen gesehen, Leute. Ich glaube, das ist nicht, da war ein Hase. Der ist von mir gehoppelt. Brauchst du einen Schal oder einen Hoodie? Hier gibt's so viel Zeug, ey. Hier gibt's nochmal. Hier gibt's nochmal ein Gewehr. Faszination, andere Welt so. Hier gibt's einen Baseball. Oh, hier gibt's einen Baseballschläger. Ich glaube, die alte mag ich nicht. Die alte Waffe, die neue Waffe ist cool. Wie magst du nicht? Man muss nehmen, was man kriegt in der Apokalypse. Ja, aber ich hab doch schon eine Waffe. Aber im Baseballschläger kann ich wieder Mistgabel tauschen, glaube ich, oder? Ich frage mich immer noch, wie du da, wie du eigentlich draufgegangen bist. Hier gibt's ein Bandana. Ja, das frage ich mir allerdings auch noch. Ich bin gefallen und war tot und so, war tot. Ja, aber das da einfach so hier Wäscher, einen Löffel abgibst, das finde ich irgendwie uncool. Ja, das war richtig uncool. Gibt's hier irgendwie noch was? Ich hab diesen Gaskocher, kann man denn irgendwie Bohnen? Ja, wir bräuchten einen Topf Bohnen dazu, drauf, aber cool. Wir haben ja keinen Topf. Also wenn ich bei Rocky Park oder so war, da haben wir einfach immer diesen Bohnen... Ihr habt die Dosen Ravioli einfach kalt gegessen, genau. Ja, weil ihr das Feuer nicht angekriegt habt. Ich habe jetzt ja auch einen Campingkocher, also eigentlich ist das hier selbe Voraussetzungen. Achso. Du, wenn ich am Motorradfahren bin, dann habe ich auch nicht mehr als das dabei, was... Naja, gut. Ich möchte... Ah! Moment! Nein! Du bist ein böser Zombie! Ah, ich hasse dich! Nein, der glitscht mich tot! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Wo bist du? Oh mein Gott! Ich erschieße dich und dann ihn, oder... Wo ist er? Ich sehe ihn nicht! Ich sehe dich nicht mehr! Wo bist du hin? Oh, ich stecke im Haus drin! Achso, jetzt bist du draußen! Rette mich! Wo ist hier ein Zombie? Ich bin in dem... Ich glitsch um das Haus rum. Du bist gar nicht vorbeiglitscht. Ja, ich weiß. Ich habe den Zombie, glaube ich, jetzt erledigt. Ich habe eine gelbe Kette. Warte mal, ich muss mich mal verbinden. Steht er wieder auf, ey. Was ist denn das für einer? Er schießen dann, wenn ich ihn sehe. Ich bin da drin. Er fällt gerade vor mir um. Ja, weil ich ihn im Haus getötet habe. Oh, jetzt liegt er da. Warte mal, ich bandagiere mich mal. Siehst du mich hier? Ja. Bandagieren? Ja. Gott sei Dank, dann geht's wieder. Warte mal, ich öffne mal schnell fix was zu essen und hau mir mal schnell was rein. Wir brauchen nämlich dringend einen Brunnen, damit ich unsere Wasserreserven auffüllen kann, wenn du schon nichts trinken kannst. Ich habe jetzt den Bajonett, das könnte man theoretisch an militärische Waffen hinmachen, steht dort. Also falls wir irgendwie was finden in der Richtung. Kannst mir das theoretisch mal in die Hand drücken? Die Mosin war zum Beispiel sowas, wo du, glaube ich, ein Bajonett dran bringst. Boah, weil das habe ich jetzt hier so gefunden und das liegt dir jetzt hier so rum. Jetzt liegt es am Boden. Nee, kannst du wieder haben. Ich kann es nicht aufnehmen.
nicht. Geht nicht, kann ich nicht dran montieren. Schade eigentlich, wäre cool gewesen. Bayonet wäre cool. Nee, das ist die falsche Seite irgendwie. Wo ist jetzt dieser Brunnen? Ich habe auf der Karte eben Brunnen, aber ich finde ihn nicht. Orientier dich mal vom Brunnen her. Vom Gotteshaus aus. Ja, genau. Was? Oh Gott. Wo bist du? Oh, hier. Aus dem Haus raus und dann Richtung Kirche. Drin warst. Welcher schießen dann? Ja, schießen dann, ja, genau. Wir müssen schießen üben. Das haben wir nämlich in der Pause mal besprochen gehabt, dass wir eigentlich viel zu selten schießen. Und hier oben. Hast du erledigt? Ups. Ui, das macht Spaß. Das können wir öfter machen. Sage ja, schießen ist voll geil. Wir müssen schießen üben. Und da ist der Brunnen. Yeah. Ey, superst. Erstmal einen Schluck trinken. Wobei, wir sollten nicht gleichzeitig trinken. Warte mal, ich geh mal in Verteidigungshaltung. Du hast Angst. Ich hab irgendwie Angst, ja. Das ich weiß, ich glaube, hier oben sind wir relativ sicher irgendwie. Ich fühl mich in Daisy nie sicher. Ja gut, das ist ein Argument. Sollte man wahrscheinlich auch nicht. Hey, ich bin hydrated. Oh. Ja, ich auch hydrated und energized, aber mehr nicht. Ja, Stuffed sollst du eigentlich nicht erreichen, ne? Ja, okay. Warte, Bist du fertig? Ja, ich will meine Wasserflasche füllen. Achso, ich muss in die Hand nehmen. Du musst das in die Hand nehmen, ja. Ah, da war ja was. Mensch. Ja, das kriegen wir schon. Irgendwie kriegen wir das. Immer positiv denken. Ich trinke nochmal ein Schlückchen. Wenn hier kein Regenwasser mehr drin haben, sondern wieder richtiges Wasser. Naja. Wobei das Wasser jetzt mit Sicherheit auch nicht viel anders ist als das Regenwasser, was du mit der Hand da irgendwie da reingedrückt positiv hast. Positiv denken, immer positiv denken. Entschuldigung. Du bist, okay, alles klar. Jo, dann fülle ich mal unsere strategischen Reserven hier auf. Besuche das Gotteshaus. Nee, ich besuche das Gotteshaus nicht, denn die Tür ist zu. Das ist natürlich ein Hindernis, ja. Baseballschläger bringe ich die nicht auf. Doch, bestimmt. Okay, da gehe ich nochmal rein. Warum kann ich jetzt? Ah. Okay, ich bin gefüllt. Grey Cargo Pants. Christine, die tausche ich doch mal sofort gegen meine Grey Cargo Pants. Wo bist denn du schon wieder? Och, das wüsst. Bist du hier irgendwo an der Kirche unterwegs? Ja, schon im Nebengebäude vor der Kirche. Jetzt habe ich ja noch einen schlechten Orientierungssinn, weil jetzt bin ich ja hier ohne Kompass. Oh Gott. Da bist du. Gott, er hat mich gefunden. Ja. Siehst du mal, wie meine Orientierung ist. Leid. Was ist denn das eigentlich? Was hast du da liegen lassen? Eine Banane hat er liegen lassen. Die gute Mensch. Die war doch schon verrottet. Naja, in deiner Situation wäre ich da nicht so wählerisch. Ja, also ein bisschen besser kann ich mich doch mittlerweile ernähren. Ja. Warte. Spaghetti aus der Dose. Schon mal anfangen. Besser als eine verrottete Banane. Ach, Bananen sind gesund, egal wie. Außerdem habe ich auch noch Bohnen und Pfirsiche und zwei Kartoffeln. Und ich habe ein Küchenmesser noch dabei. Küchenmesser? Ja, das bräuchte man, wenn wir mal irgendwann ein Viech finden, aber. Hier. Keine Tiere. Warum leuchtet das Gotteshaus so? Oh. Ich glaube, das ist ein göttlicher ein Wink. Mit dem Zaunpfahl. Genau. Du willst jetzt hier alles looten, oder? Also ein bisschen mal. Mir gefällt es hier gerade. Also ich bin im Übrigen auf dem Weg hierher, bin ich im Übrigen an einem Supermarkt vorbeigekommen, wo ein Rucksack drin lag. Hast du jetzt eigentlich die Maus in dabei oder die? Nee, ich habe die M4 mit. Ich habe die belassen. Ich weiß, die Maus wäre mit Sicherheit wertvoller gewesen, aber Weil hier nochmal so ein. Zum Abstürzen von der Maus in dieses Beepboard nochmal. Ja, das findet man aber, glaube ich, öfter. Also, Das wäre vielleicht. Hättest du austauschen können. Du hast noch die Mistgabel, ne?
Habe ich einen Baseballschläger. Hier unten liegt so ein großer Schraubenschlüssel-Dings da. Ey, stopp, hinter dir. Macht der mehr Aua als ein Baseballschläger? Weiß ich nicht. Also der ist aus Metall, ich würde sagen, der tut Aua. Und der ist schwer. Ja, aber nein. Also musst dich fragen, würdest beim mit was würdest du dich am wenigsten gerne verprügeln lassen? Also bei mir wäre es dieser Schraubendings da. Ja, aber Baseballschläger und der und tut der auch aufstechen ist jetzt auch uncool. Ja, es irgendwie tut auch weh, aber ich glaube, wenn du so mit einem massiven Eisenteil eins über die Rübe bekommst, dann gehen die Lichter ganz schnell aus. Warum machen sie aber einen Unterschied zwischen der Feuerwehr und einer Spaltaxt? Ja, du hast ja auch mehrere Äxte zu Hause, ja. Also als gemeiner Mensch. Bürger. Das ist genau ein 4. Ja, 4. Und die eine, ich habe nämlich von meinem ehemaligen Arbeitgeber eine Axt. Glaub, jetzt machst du, also spätestens jetzt machst du meinen Zuschauern Angst. Nee, ich habe genau 4. Was? Nee, ich hab hier da oben, ich sehe sie, da liegt sie, da liegt meine Axt. Ja? Nein. Ja? Doch. Okay. Warum hast du 4 Äxte zu Hause? Ich habe eine und das ist eine Handaxt. Und das nur vielleicht. Ja. Aber trotzdem 4. Hey Junge, da ist eine Büchertasche, ist dir schon bewusst, ne? Sehe ich mir in der Büchertasche? Ja, hast du gar keine noch momentan? Ich habe einen Rucksack. Echt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe einen kleinen Rucksack. Ich fülle mal schnell unsere strategischen Essensreserven auf. Bei uns ist ja heutzutage alles strategisch. Deswegen nehme ich alles mit. Natürlich. Ja, strategisch. Hört sich auch total professionell an, wenn man sagt, man hat strategische Nahrungsreserven. Ja. Das hört sich besser an, als wenn ich sagen würde, ich habe da so eine Dose Spaghetti. Ja. Strategische Nahrungsreserven. Was wollen wir denn? Wo wollen wir denn überhaupt hin eigentlich? Das haben wir uns noch überhaupt nicht überlegt. Nö, also irgendwie, Hauptsache irgendwo hin. War jetzt erstmal unsere Priorität, dass wir uns finden. Ja genau, aber jetzt müssen wir mal gucken, wo denn dieses Let's Play uns hinführen wird. Wir könnten ja mal diese Stadt besichtigen. Welche? Ja, da wo. So viele Städte. Ja, da wo du jetzt so von geschwärmt hast. Wo ich hergekommen bin, ja. Ja. Ehre Stadt, die Geisterstadt. Oder wir könnten in Richtung Supermarkt, Richtung Airfield wieder zurückgehen. Ja gut, aber Airfield waren wir jetzt ja schon mal. Da können wir eigentlich mal den Leuten mal unsere Geisterstadt zeigen. Die Geisterstadt, ne? Die ist dort da lang, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich bin zur Kirche reinkommen, ja. Okay, dann laufen wir mal, würde ich sagen, in die Richtung. Aber das nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Tschüss mit Üs! Ciao!